Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und in diesem Video möchte ich mir ein paar richtig stabile, gute Holzsägeböcke bauen. Warum möchte ich mir die bauen? Ganz einfach. Ihr habt in den vergangenen Videos, habe ich schon hin und wieder erwähnt, ich möchte mir langfristig gesehen eine schöne Hobelbank bauen und um mir die Hobelbank zu bauen, ja, brauche ich jetzt einfach diese Sägeböcke, weil ich habe da teilweise Sachen, die ich per Hand hobeln will zum Bau der Hobelbank. Und da brauche ich irgendwas, wo ich dann die Sachen wirklich gut fest drauflegen kann, vielleicht auch mal festspannen kann. Und dafür will ich mir diese Böcke bauen. Ich bin ziemlich einfallslos, deswegen habe ich mir einfach viele Videos angeschaut, habe geschaut, wo wer macht sowas gut, wer hat da schöne Ideen dazu, wer macht es einfach und ja, was kann man am besten nachbauen. Deswegen habe ich mir jetzt eine Sache abgeschaut von Paul Sellers, ein englischsprachiger Woodworker, der sehr, sehr, sehr viel Handarbeit macht. Ja, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Und der hat genau solche Sägeböcke gebaut und die baue ich jetzt nach. Paul Sellers bietet für die meisten seiner Projekte kostenlose Pläne an. In dem Fall sind es einfach nur die zwei Seiten hier. Wenn ihr Interesse an den Plänen habt, schaut einfach mal auf seine Blogseite. Wenn ihr einfach bei Google eingibt Paul Sellers Blog, da könnt ihr euch die Pläne hier kostenlos runterladen. Ansonsten das Video von Paul Sellers, wo er die Böcke baut, das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Dann könnt ihr euch das selber mal im Original anschauen und ich versuche mich halt jetzt mal da dran und schaue, wie weit ich damit komme. Für den Bau habe ich mir jetzt ein paar von den Rahmenhölzern hier besorgt, 2,50 Meter lang, 44 mm x 74 mm und da schneide ich mir jetzt als erstes mal so die Grundelemente zu. So, kurz nochmal zum Aufbau von den Teilen. Das ist der Plan von Paul Sellers. Also es ist im Grunde nichts anderes als einfach stumpf aufeinander geschraubte Kanthölzer, die dann verbunden sind mit diesen dreieckigen Teilen. Und die dreieckigen Teile, die schneide ich mir jetzt zu. Dazu zeichne ich sie mir jetzt als erstes mal an. Der Paul Sellers sägt alles mit der Hand aus. Ja, wäre Quatsch, ne? Weil ich habe den Maschinenpark mittlerweile so ein bisschen erweitert. Deswegen kann ich es auch mit der Tischkreissäge machen. Dazu tun wir aber jetzt erstmal uns das anzeichnen, beziehungsweise eigentlich brauche ich mir gar nicht viel anzeichnen. Ich mache es jetzt einfach so. Ich habe hier noch ein paar so alte Plattenreste. Das ist 12 mm Sperrholz. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie breit das der Rest hier ist, den ich hier habe. Laut dem Plan vom Paul Sellers sind die Dreiecke 229, glaube ich. 229, also 23 cm. Und ich habe hier 45, das heißt, ich mache es ein bisschen kleiner. Ich teile das dann einfach in der Hälfte. Das heißt, ein bisschen Sägeblatt noch weg, 44. 22
22 cm Seitenlänge mache ich und jetzt schneide ich mal als erstes mal die Vierecke und wie ich mir diese Vierecke dann auf der Tischkreissäge in Dreiecke schneide, das zeige ich euch. Aber jetzt mache ich als erstes die 22 cm Kantenlänge, die Quadrate. Ich bekomme ja von euch immer Kommentare und ganz viel eben auch sicherheitsrelevante Sachen. Und da bin ich echt sehr dankbar dafür, weil da habe ich, ich habe einfach keine Ahnung von den Sicherheitsvorkehrungen, die man macht. Eine Sache, die ich gelesen habe, in den Kommentaren, glaube ich, irgendwo, weiß gar nicht, ob es bei mir war oder ob es bei jemand anders war, niemals den 90-Grad-Anschlag, wie heißt das Ding? Ich komme jetzt nicht drauf, ist egal, ihr wisst, was ich meine. Also niemals dieses Teil, meine Güte, ey, wie heißt denn das? Und den Anschlag hier gleichzeitig benutzen, weil es immer die Gefahr birgt, dass man dadurch das Werkstück zwischen das Sägeblatt und den Anschlag klemmt und das soll vermieden werden. Also so habe ich das jetzt irgendwie verstanden. Es macht auch Sinn für mich. Deswegen nehme ich hier immer diesen Zusatzanschlag dazu. Normalerweise sollte man auch Teile, die länger als breit sind, also so wie jetzt hier, ich muss jetzt in die Richtung sägen, sollte man nur mit einem Schiebeschlitten benutzen, weil man ansonsten eben verkantet, auch das wieder sicherheitsrelevant. Ich bin da echt sehr, sehr, sehr dankbar für solche Sachen, weil ich es eben, wie schon gesagt, nicht wirklich weiß. So, deswegen nehme ich jetzt den Zusatzanschlag dazu und mache mal hier mal meine 22. Das Schöne bei den Böcken ist, es kommt da echt nicht aufs Detail so genau an, ob das jetzt 22 oder 22,2 oder weniger ist, ist es eigentlich völlig egal, weil das sind ja, es wird ja bloß drauf geschraubt dann. So, und dann muss der Zusatzanschlag hinterm Sägeblatt liegen, dass in dem Moment, wo es abgesägt ist, einfach das abgesägte Teil hier sich frei bewegen oder frei wegrutschen kann. So habe ich es verstanden. Ich glaube, das ist so wahr. So. So, das hat ganz gut funktioniert. Also mittlerweile kann ich sogar Quadrate sägen. Das ist fast nicht zu glauben. So, und jetzt, ich habe mir natürlich im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie schneide ich die Dreiecke, und ich habe mir jetzt echt einfach nur aus dem Restholz unten schnell zwei Leisten drunter, habe mir so einen improvisierten Schiebeschlitten gebastelt. Das kann man mit Sicherheit schöner machen und genauer und was weiß ich. Aber ich brauche es ja jetzt nur für dieses Projekt einmal schnell. Und das werde ich mir mit Sicherheit irgendwann nochmal genauer nachbauen. So, und Hintergrund ist der, ich habe jetzt einfach nur einen Schlitz reingemacht und da kann ich jetzt meine Bretter schön reinlegen und säge sie mir hier jetzt einfach auf. Genau. Weiß nicht, ob man es gesehen hat, genau ist anders. Also man sieht jetzt ganz klar, dass die nicht dieselbe Größe haben, aber wie schon gesagt, für das Projekt jetzt im Moment ist es nicht relevant. Und ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch sicherer so ist, mit so einem improvisierten, schnell gebastelten Teil, als wenn ich das jetzt freihand irgendwie hier drüber geschoben hätte. Ich glaube, dass das nicht gut gegangen wäre. So. Fangen wir mit dem Zusammenbauen an.
Der Vorteil durch diese Dreiecke, die in der Seite reinkommen, ist halt ganz einfach der, dass ich jetzt nicht groß irgendwie irgendwelche besonderen Verbindungsarten machen muss oder dübeln oder irgend sowas, sondern ich kann das jetzt echt einfach stumpf zusammenschrauben. Und durch die Dreiecke kriegt es die Stabilität am Schluss. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mir die Mitte raussuche. Ich will in den, also das sind jetzt erstmal die Füße, das wird jetzt hier so drauf kommen. Das passiert dann zweimal nebeneinander. Und ich ermittle mir jetzt einfach von beiden erstmal die Mitte. 45, das heißt 22,5. Und hier habe ich 22. So, auch hier wieder, es kommt nicht auf den Millimeter an. So, und jetzt habe ich hier genau mal einmal die Übereinstimmung. Und jetzt mache ich mal einfach hier, damit ich den Bereich habe, wo ich vorbohre. Und in dem Fall senke ich dann auch noch vor. Die Schrauben ziehen sich zwar von alleine mit Sicherheit ganz gut in das Holz rein, weil es ist ja bloß hier Fichtenholz. Und da drehen die sich von alleine gut rein. Das Problem ist, meine Schrauben, die ich jetzt habe, ich habe leider nur 60 mm Schrauben. Jetzt habe ich da 44. Das heißt, es würde nicht mehr so viel dann wirklich da auf der anderen Seite reingehen. Deswegen senke ich jetzt mal bewusst ordentlich vor. So, und jetzt kippe ich da einfach so ein bisschen Holzleim drauf. Super. Da schaut das jetzt schon gut aus. Die Dreiecke mache ich zum Schluss drauf. Ich mache jetzt erstmal die Füße alle fertig. Als nächstes kommt jetzt die mittlere Schiene, Auflage, Stütze, keine Ahnung, wie auch immer. Mache es wieder genauso. Ich messe mir hier einfach die Mitte ab. 30. Und dann nehmen wir auch die Mitte. Da wird es jetzt noch ein bisschen schwieriger mit den Schrauben. Da kann ich diese kurzen einfach nicht nehmen, weil ich ja jetzt durch die langen Seiten muss. Also ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein paar in meiner Restekiste. Das ist, wenn man nichts wegschmeißt, dann hat man halt immer mal sowas. Da habe ich noch ein paar gefunden, die lang genug sein sollten. Ja, die sind auch schon wieder zu kurz eigentlich. Ich mache das anders. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe vom Palettendealer habe ich das Undercover-Chick bekommen und damit mache ich das. Dann muss ich nämlich nicht von außen da reinschrauben, sondern dann kann ich das von innen machen. Und das ist halt einfach schon ein Riesenvorteil, weil dann kann ich ganz normale Schrauben nehmen. Und tragen muss es nicht viel, erstens. Und selbst wenn, es wird ja dann am Ende zum fünften Mal von diesen Dreiecken gestützt. Das heißt, da ist es extra nochmal verschraubt. Also es ist einfach nicht nötig, dass ich das mit solchen riesen Dingern festmache. So, viele kennen wahrscheinlich das Undercover-Jig für euch. Da brauche ich jetzt nichts erzählen. Schaut gut aus. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich mit dem weit genug reinkomme. Ja, schaut gut aus. Also, soweit. Moment, wo? Hier. Soweit komme ich dann letztendlich rein und ich denke, das ist völlig ausreichend. Damit kriege ich es stabil genug. So, nächste Aktion ist jetzt oben das Teil noch drauf zu machen.
Da habe ich jetzt wieder ganz genau dasselbe Problem wie hier auch. Die Schrauben müssten eigentlich hier von oben durch. Da habe ich die Schrauben nicht lang genug, aber das hat ja hier schon so gut funktioniert, also mache ich das hier genauso. Ich mache hier einfach diese Löcher mit dem Undercover-Jig rein und schraube es von unten fest. Vor der Oberfläche kommt natürlich jetzt noch erstmal die Dreiecke auf die Verbindungen, dass wir erstmal die Stabilität haben. Ihr seht jetzt da, ich hobel die Dreiecke, ich schleife nicht. Das hat einfach den Grund, ich hobel einfach lieber. Es macht weniger Staub und mir macht es einfach mehr Spaß so. Und das Ergebnis wird mindestens genauso sauber, als wenn ich es jetzt mit einem Schleifer mache. Als nächstes zeichne ich mir jetzt hier erstmal die Positionen für die Löcher an. Ich mache das einfach freihand, weil es muss nicht auf den Millimeter genau sein, wie alles ja. Ne? Und deswegen reicht mir das so völlig aus. Wichtig ist, es gibt zwei verschiedene Teile. Einmal dieses hier. Das ist das, wo wie eine T-Verbindung aufeinander kommt. Und dann gibt es noch das andere Teil, das ist das, wo eine Eckverbindung ist. Das heißt, da brauchen wir halt nur die Ecke und machen da die Löcher rein. Auch wo genau die Position der Löcher ist, ist jetzt völlig, völlig egal. Also so wichtig ist es hier nicht. Die Löcher bohre ich mir dann logischerweise vor. Ich habe hier einen Bohrsenker, das gleich angesenkt wird. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn man da zwei Stück übereinander legt, aber ich habe so wenigstens nur einmal die Arbeit mit dem Anzeichnen für die zwei Stück und dann nehme ich das zweite einfach und bohre da nochmal nach bzw. senke da halt dann einfach nochmal nach. Bevor ich jetzt die Ecken draufschraube, schaue ich natürlich nochmal, ob alles auch wirklich im Winkel ist, weil jetzt könnte ich noch korrigieren, später wird es dann ein bisschen blöd, aber im Moment schaut sehr, sehr gut aus, also es passt soweit alles. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass ich hier die Schrauben drin habe. Also es könnte sein, dass ich jetzt da irgendwann eine Schraube treffe, aber da schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ich habe 40er Schrauben, die sind relativ lang, also die gehen relativ weit rein. Wobei die Bohrlochpositionen sind ja jetzt nicht so genau gemacht, dass das jetzt wirklich, dass die gegenüberliegenden Schrauben dann auch wirklich zusammentreffen. Deswegen mache ich mir da jetzt weniger Sorgen darum. Ich gehe auch nicht bis ganz oben ran mit der Ecke. Ich lasse da so wirklich so 2 mm Platz. Aber ich wollte die Schrauben hier, die ich jetzt reinmache, wirklich lang genug lassen, dass sie auch wirklich die nötige Stabilität auch geben können. So, jetzt möchte ich oben drauf noch eine Auflage haben, wo ich mal reinsägen kann auch oder ja, wo ich auch mal was festzwingen kann. Die soll eine gewisse Stärke haben. Ich habe mir jetzt hier einfach so eine Bohle aus dem Baumarkt, keine Ahnung, was es genau, eine Diele steht drauf, 2 Meter mal 200 mal 40 mm. Das sollte für mich genau ausreichen. Die ist sägerau, ich hobel mir die jetzt selber gleich zu. Aber jetzt mache ich mal erstmal hier das Stück runter. 90 cm ist genau das Teil, was ich oben drauf habe. Und genauso lang mache ich das jetzt hier auch. Wird eh viel zu wenig mit der Hand gearbeitet. So, jetzt trenne ich mir das auf, weil das sollen ja, ich habe ja zwei Böcke, das heißt, ich trenne mir das jetzt einmal in der Mitte auf, das mache ich dann auch wieder mit der Tischkreissäge und dann hobel ich mir die zwei Teile einfach glatt, dass man sich nicht dran verletzen kann. Thank you.
Also ich denke, meine Hoblerei ist insgesamt wahrscheinlich noch verbesserungswürdig und ein Profi wird wahrscheinlich jetzt sagen, ach du liebe Zeit, aber das ist mir eigentlich egal. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich finde es einfach wesentlich schöner und angenehmer als Schleifen. Ich mache mir jetzt hier bloß einen Strich, dass ich weiß, wo ich die Schrauben reindrehen soll. Ja, ist vielleicht für einen YouTuber nicht die beste Eigenschaft, wenn du nicht gleichzeitig sprechen und was machen kannst. So, also ich bohre mir jetzt schnell noch ein paar Löcher vor. Ja, es muss jetzt nicht hundertprozentig genau sein, wie das ganze Projekt. Was für mich wichtig ist, ist, ich möchte letztendlich mir dann das ganze obere Teil auswechseln können, weil es soll ja so sein, dass ich da auch mal reinsägen kann. So, das Problem ist, wenn ich das festleime, dann kann ich da nicht mehr dann kann ich es nicht mehr auswechseln. Und mit den Schrauben habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen das Problem, wenn ich da reinsäge, habe ich halt trotzdem ein Problem. Jetzt versuche ich mal halt einfach die Schrauben so tief wie möglich zu versenken. Also was heißt so tief wie möglich? Ich versuche halt einfach ordentlich zu versenken, dass sie nicht gleich an der Oberfläche sind. So. So, und das war es eigentlich auch schon. Das war für mich eigentlich ein sehr schönes, leichtes Projekt. Ganz toll für Anfänger wie mich, weil man muss halt wirklich nicht genau maßhaltig. Wenn ihr euch das Originalvideo von Paul Sellers anschaut, bei dem ist das Ding so genau, da kann man es, glaube ich, in die Wohnung stellen als Sideboard. Aber man muss auch sagen, der hat 2 Videos mit jeweils 1 Stunde, glaube ich, drüber gemacht, über einen Sägebock. Also, ja, okay. Also, für mich, genauso wie ich es wollte, das Ding ist bombenfest, weil mir geht es jetzt darum, dass ich jetzt wirklich, wenn ich da 2 Stück davon nehme, dass ich mich da drauf setzen kann, dass ich da drauf ordentlich hobeln kann, und dafür sind die Dinger echt super. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Kritik bitte immer unten, gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Holzbastler.